Früher hatten wir 4 Gaststätten, dann 2 Einkaufsläden und sowas alles. Das ist ja seit 10 Jahren schon Geschichte. Metzgereien gab es 2 Stück. In seiner Straße ist er der letzte Bewohner. Leo Stein ist Dachdeckermeister. Er hat viel zu tun. Die ehemaligen Nachbarn aus Mannheim-Alt bauen in Mannheim-Neu. Leo Stein bleibt noch. Obwohl es hier nicht mehr viel gibt. Irgendwo in Mannheim-Alt ziehen nun die Flüchtlingsfamilien in die leerstehenden Häuser. Die zuständige Stadt Kerpen verrät nicht wo, um die Familien zu schützen. Ansonsten wolle man sich nicht weiter zu diesem Thema äußern, so ein Sprecher der Stadt. Tatsächlich ziehen die Flüchtlingsfamilien in einen sterbenden Ort. Schulen, Geschäfte, alles dicht. Sie brauchen zumindest mal ein Fahrrad oder Busticket, um nach Bühr oder Sindorf zu fahren. Da sind Märkte und da können sie dann sich verpflegen. Hier gibt es gar nichts. Einmal in der Woche kommt der rollende Markt ins Dorf. Für eine halbe Stunde. Die einzige Einkaufsmöglichkeit im Umkreis von 2 Kilometern. Wolfgang Esser ist Vorsitzender vom Sportverein SV Mannheim. Er wohnt noch hier, aber er bemerkt, dass die Dorfgemeinschaft schwindet. Der Bäcker da vorne auf der Ecke, da sind manche Leute, die haben ihr Brot geholt, aber haben dann genutzt, gleich so eine Viertelstunde, 2 Minuten ihr Schwätzchen, ob drinnen oder draußen zu halten. Das ist ja in Ortschaften so. Und diese Stellen gibt es halt nicht mehr. Für die Flüchtlingsfamilien gibt es wenig Chancen, Kontakte zu knüpfen. Wolfgang Esser will ihnen anbieten, beim Sportverein mitzumachen. Die Dorfbewohner, sagt er, werden die Neuankömmlinge kaum noch zu Gesicht bekommen. Viele sind in der Umsiedlungsphase, in der Planungsphase, beim Bauen oder schon beim Umzug. Von daher werden sie es wahrnehmen, aber ob da groß aufeinander zugehen stattfinden wird, aufgrund der besonderen Situation, vermag ich nicht einzuschätzen. Von ehemals 1600 Mannheimern leben nur noch 900 im alten Dorf, erzählt die Ortsvorsteherin Loni Lamberts. Demnächst wird auch sie in das neue Mannheim umziehen, nach 38 Jahren. Heimat ist da, wo meine Familie ist, wo mein Mann ist. Und wir sind im Moment, wir sind dabei, das neue Haus zu bauen. Der Rohbau steht soweit, die Fenster werden bald drin sein, sodass wir über Winter dann mit dem Innenausbau beginnen können. Und dann wird es im Frühjahr, kommt dann auch bei uns die Aufbruchsstimmung, dass wir dann also zum Sommer oder späten Frühjahr nächsten Jahres in den neuen Ort ziehen. Gut 7 Kilometer weiter entsteht dieser neue Ort. Dachdecker Leo Stein ist jeden Tag hier, aber er lässt sich noch Zeit, bis er selbst umzieht. Dann aber ohne Wehmut, meint er. Was oft so gefragt wird, ja, ist das schlimm, wenn du weg bist? Oder das Gefühl habe ich gar nicht. Ich glaube, das kommt dann, wenn es soweit ist. Und dann überwiegt vielleicht auch schon wieder die Freude, dass man in einem neuen Haus wohnt und dann geht das Leben weiter. Das alte Mannheim ist fast schon Geschichte. Ob die Flüchtlinge dann die letzten sein werden, die in der Geisterstadt leben, das weiß hier niemand.